Aber was passiert, wenn wir hier zwei Zellen nochmal löschen? Und nehmen das raus, das Gesamtergebnis, und führen diesen Code nochmal aus. Schlecht, jetzt haben wir zweimal 0, Werte drin. Das ist jetzt nicht so der Brüller. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Mike von Computer Systems for You und wir sind heute im vierten Teil der VBA-Sitzung oder VBA-Schulung. Haben wir uns damit rumgemüht, ich mache mich wieder ein bisschen kleiner, haben wir uns rumgemüht hier mit I ist gleich I plus 1, mit irgendwelchen Zellzuweisungen. Das war nicht so ganz einfach. Heute sehen wir uns die ersten Schleifen an und wie wir ganz einfach mit einfachen Variablen nicht optimal arbeiten. Wie gesagt, jeder, was ein bisschen programmiert hat, der wird schon festgestellt haben, ich mache es wahrscheinlich mit Absicht und so gewisse Fehler. Das ist auch korrekt so. Denn das hier hieß berechne Gesamtpreis 2. Berechne Gesamtpreis 2. Ich mache damit Absicht gerade keine Formatierungen rein und schreibe hier ein bisschen wirre. Was wir machen können ist, dass wir eine Schleife benutzen. Eine Schleife gibt es in zwei Methoden. Es gibt einmal die Vorschleife und es gibt einmal die Weilschleife. Wir sehen uns heute beide an und du musst dann selber entscheiden, was ist wann sinnvoller. Ich persönlich rate für Zeilen- und Spaltenoperationen immer zu Vorschleifen, wenn man hier einen genaueren Bereich definieren kann. Mit While würde ich dann arbeiten, wenn ich mit Unbekannten arbeite. Zum Beispiel, wie viele Blätter hat die Arbeitsmappe? Oder existiert ein Verzeichnis? Oder versuche so lange Dateien zu finden, weil mit Bedingungen, bis was zutrifft. Das ist mit if sehr, mit for sehr schwierig umzusetzen, aber ja. Wir sehen uns eine Schleife jetzt also mit vor an. Das heißt, wir wollen hier die Bearbeitung mit for next. Um mit so einer for next zu arbeiten zu können, weisen wir einer Variable gewisse Werte zu. Wir nennen es einfach wieder. Wir beginnen das mit for i, eine Variable ist gleich. Und von wo bis wo soll diese Variable denn laufen? Wir haben jetzt hier immer i ist gleich i plus 1 gemacht. Wir haben hier Zeile 8, Zeile 9, Zeile 10, Zeile 11 und so weiter gehabt. Das können wir automatisieren, indem wir hier sagen, for i ist gleich, sagen wir, Zeile 2 soll er beginnen, also nicht laufende Nummer, sondern unsere interne Zeilennummer. Also ab hier soll er beginnen. Dann sagt man to und gibt dann, wie weit soll er gehen. In dem Fall bis 11. Sagen wir bis 11. Und dann kann ich mit dem Befehl next einfach die Schleife wiederholen. Und zwar so lange, bis die Zahl 11 erreicht ist. Das ist ein numerischer Zähler. Das heißt, das hier ist wie eine Sub ein Block. Dieser Block, da können allerdings weitere Schleifen drinstecken. Weil oder vor ist dann egal. Das heißt, hier drinnen starte Schleife. Vor ist quasi für. Oder einen Bereich, wenn man so möchte, vorführen. Variable ist gleich Anfangspunkt zu Endpunkt. Oder Zahl, Endzahl. Anfangszahl und Endzahl, besser. Entspricht quasi für Variable i, soll von 2 bis 11 laufen. Das ist quasi so umgangssprachlich, wenn man das so möchte. Ein bisschen erklärt. Oder gehen wir das mal hier weg und das schreiben wir hier rechts dazu. So, dann können wir da drin sagen, was soll da drin passieren. Da können wir sagen, wieder unsere Cells, die Variable i wie Integer, die neunte Spalte, Punkt Value, ergibt sich aus der Zelle, unsere aktuelle Zeile, siebte Spalte, Punkt Value, mal der Zelle, aktuelle Zeile, achte Spalte, Value. So, wenn wir jetzt hier auf Start drücken, also die F5-Taste, wird Folgendes passieren. Wir machen mal die F8-Taste, vielleicht besser. Wir sehen hier, dass er hier i 2 bis 11 zählen soll und er nimmt das i immer rein und geht weiter. Um das besser zu sehen, können wir uns die Zeile markieren, wo er gerade steckt. Also wenn er sagen, statt Schleife ist schon gut. Hier in der Schleife soll er vorher mit Rows, also mit dieser Zeilenangabe, i, also mit der aktuellen Zeile, Punkt Select anzeigen, wo wir gerade stecken. Das heißt, wir drücken mal F8 und schauen uns das an.
Wir werden jetzt in die berechnete Gesamtpreis gehen, zweite Ausführung. Wir stellen hier i ist gleich 2 bis 11. Drücke einmal die Taste F8. Wir haben jetzt berechnet, i entspricht gerade 2, weil 2 unsere Anfangszahl ist. Jetzt wird die Rows i selektiert, also die zweite Zeile. Hat er gemacht. Jetzt setzen wir diesen Zellwert wieder, der rechnet sich eben aus g mal h. Das wird in die i-Spalte eingesetzt. Jetzt kommt die Next. Und mit Next geht er direkt, dass i plus 1 gerechnet wurde. Das heißt, wir können das jetzt hier sofort fahren. Ich bleibe hier ein bisschen drauf. Wir sehen, was hier passiert. Und jetzt geht er wieder auf Next weiter. Und da jetzt i auf 12 ist, ist es über 2 bis 11. Und dann trifft diese Next-Schleife nicht mehr zu. Er springt auf die nächste Zeile, die zu machen wäre. Wir haben aber keine. Und damit geht er auf End Sub. Und beenden. Das heißt, es wird immer nur der Sub-Bereich ausgeführt, den wir auch gerade starten. Außer wir referenzieren irgendwo anders hin. Und in dieser Vorschleife bleibt das so lange drin, solange dieser Wert erfüllt ist. Das sieht jetzt schon ganz gut aus hier. Aber was passiert, wenn wir hier zwei Zeilen nochmal löschen? Und nehmen das raus, das Gesamtergebnis, und führen diesen Code nochmal aus. Schlecht. Jetzt haben wir zweimal 0,Werte drin. Das ist jetzt nicht so der Brüller. Was könnten wir jetzt noch machen? Wir könnten jetzt sagen, erstmal, wir könnten noch eine Prüfung einbauen in der Schleife. Wenn irgendwas zutrifft, soll er früher abbrechen. Ich könnte auch sagen, ich möchte hier zum Beispiel 50.000 haben. Dann würde ich 50.000 mal die Zahl reinschreiben. Damit ich das verhindern kann, würde ich gerne mal sagen, ich mache eine Prüfung. Prüfungen werden mit if eingeführt und dann vergleiche ich was. Also, ob etwas wahr oder falsch ist. Wenn der Zellinhalt, wenn Cells aus der aktuellen Zeile, zum Beispiel die erste Spalte, a.value, wenn der Inhalt gleich leer ist, wissen ja schon, ein Textwert, der leer ist, ist leer, dann soll irgendwas passieren. Und zwar können wir hier sagen, wenn wir in dieser Schleife sind und in diesem if, dann soll er abbrechen. Und ich kann eine Vorschleife abbrechen, indem ich Exit for benutze. Also Exit for bricht die Schleife ab. Also beende die Vorschleife, grob übersetzt. Brich for ab. Also die Führschleife. Er soll die Führschleife abbrechen. Wobei für ist ein bisschen falsch definiert, aber ist egal. Hier haben wir dann noch unsere Abfrage, ob a2 zum Beispiel leer ist. Das heißt für uns hier hinten, if ist übersetzt dann, übersetzt in etwa wenn Bedingung ist gleich, ich kann auch schreiben, größer oder kleiner, ich kann schreiben, also kleiner, größer, größer und kleiner oder kleiner und größer, das ist dann egal, wie man schreibt, aber korrigiert das schon selber. Das sind die Direktvergleiche. Bedingung. Dann hier kommt die zweite Bedingung. Dann. Mit anderen Worten, wenn wir das hier nochmal so nochmal drüber setzen, nochmal drüber schreiben. Das heißt, wir haben jetzt geschrieben, wenn Zellwert aus zum Beispiel 2,1 entspricht leer, dann so ungefähr haben wir das jetzt gemacht. 2,1, das entspricht dann eben Zeile 2, Spalte A. Dann soll irgendwas machen. Und dann führt er das aus, was hier innerhalb dieses If-Block steht. Dieser If-Block ist wieder Vorblock, auch wieder ein geschlossener Block in sich. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zum Lesen. Das können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass es jetzt nicht so optimal ist, ne? Ja, wir könnten natürlich jetzt mal sagen, wir strukturieren das ein bisschen schöner, damit das Ganze etwas lesbarer wird. Gehen wir mal her und sagen, der Sub-Block, der hier ist, von Sub bis End-Sub, ist doch eigentlich ein kompletter Block. Dann könnten wir auch sagen, ich nehme hier ein paar Zeilen raus, dass es nicht so rumfliegt, hier und hier oben auch. Dieser Sub-Block, der darf ja nicht unterbrochen werden. Das heißt, der ist ja in einem durch, das ist die unterste Ebene. Dann kann ich hier quasi die ganzen Zellen markieren, bis hier rüber, und kann sagen, ich mit Tabulator-Taste rücke ich ein. So, jetzt habe ich das schon mal etwas besser lesbarer gemacht.
Welche Blöcke haben wir denn noch? Wir haben von vor bis next geht ja unsere nächste Schleife. Das heißt, ich könnte sagen, von Rows bis Cells, Tabulator-Taste rückt alles ein. Dann selektieren wir und wir wissen ja auch schon, die if ist ebenfalls ein Block. Das heißt, wir werden hier Exit vor einrücken. Und damit haben wir jetzt eine Struktur aufgebaut, die schon sehr viel besser lesbarer ist und sehr viel klarer ist. Wenn wir jetzt sagen, okay, hier ist Sub, hier ist eine For, das ist ein kompletter Block, der gehört hier zusammen. Auf dieser Ebenenhöhe darf nur dann mal stehen, wenn Next endet oder wenn eben eine neue Next beginnt. In dieser Vorschleife sind diese Befehle hier drin, eine Rows, eine If, eine Cells. Das ist ja auch wieder ein Block. Wenn du verstehst, was ich meine. Es wird so sehr viel besser lesbar. Und das If, was hier steht, die Bedingung muss ja nicht zutreffen, das ist jetzt eingerückt, weil das hat mit dem vorherigen Codeblock nichts zu tun. So, und wenn ich das jetzt starte, passiert genau das gleiche wie vorher. Nehme ich hier Rechner genauso durch und es hat ja keine Bewandtnis, wie viele Leertasten ich vorne habe oder wie viele Eingabetasten ich drücke. Hier haben wir noch berechne Zelle, also aktuelle Zeile, Spalte 9, Punkt Wert. Machen wir das mal so. Auf Wert vom Einzelpreis mal Wert der Menge. So, dann ist das hier auch schön erklärt. Scheue dich bitte nicht davor, auch Beschreibungstexte wirklich ordentlich zu formulieren, damit du später Bescheid weißt, was wo passiert. Mit der Zeit braucht man das nicht mehr so häufig. Ich mache das dennoch gerne, weil ich gewisse Stichworte immer wieder habe in diesen Beschreibungstexten. Ich kann ja auch Stichworte reinsetzen. Mit dem ich dann mit Steuerungstaste F kann ich ja suchen und kann nach Stichworten dann das rausfiltern. Gesamtsumme bilden zum Beispiel oder Gesamtpreis rechnen. Wenn ich das hier als zwei Wörter reinschreibe, kann ich nach dem suchen oder berechne Gesamtpreis. Berechne Gesamtpreis. Dann kann ich nach dem suchen. Dann kann ich auch sagen Steuerung F, bin hier im Suchfenster und jetzt suche ich nach Berechne Gesamtpreis. Wird mir sofort das markiert. Egal wo ich bin, das kann ich dann auch hier umstellen, dass ich nicht nur in diesem einen Modul, wo wir gerade stehen, also in diesem Berechne Gesamtpreis 2 bin, sondern auch im gesamten Projekt. Das heißt, egal wo ich gerade stehe, wenn ich sage, ich suche das jetzt, wo habe ich das denn gehabt? Kann ich sagen, weitersuchen und ich springe auch sofort wieder hin. Das ist jetzt aber nur ein Praxistipp. Als nächstes würde ich gerne hier gebe mir hier mal 500.000 Zeilen. Ist jetzt egal. Das heißt, ihr wisst ja, bricht rechtzeitig ab und ich würde aus den Rechnungsrohdaten ab der laufenden Nummer 9 gerne noch ein paar mitnehmen. Hier kopieren und hier nochmal einfügen. So, jetzt haben wir das etwas verlängert. Wir lassen hier die Werte einfach drin stehen. Ich führe nochmal aus. Müsste eigentlich klappen. Wir stehen bis hier und haut hin. Es ist natürlich ein bisschen mühsam, wenn ich das mit der Hand ausführe und irgendwo einen Fehler suche, immer auf die Variablen zu zeigen und welchen Wert haben wir gerade 2, jetzt haben wir 3, jetzt haben wir 4. Hier geht es, wenn wir nur eine Variable haben. Wenn ich mehr hätte, dann wird es schwierig. Das heißt, ich werde hier hergehen und würde sagen, ich klicke mit der rechten Maustaste auf I und füge eine Überwachung hinzu und klicke hier einfach OK. Wir machen jetzt den Ausdruck, den Buchstaben I, wollen einen Wirkungsausdruck haben im Modul Berechnung, in der Prozedur Gesamtpreis, berechne Gesamtpreis 2. Berechnungen steckt hier drin im Modul. In diesem Modul gibt es die Funktion, die Prozedur vom berechne Gesamtpreis 2, den haben wir hier. Und solange hier sich I ändert, sollen wir das bitte protokollieren. Jetzt hat uns automatisch den Wirkungsausdruck unten hingestellt. Sieht man das? Ja, sieht man. Ich mache das ein bisschen enger. Und jetzt kriegen wir hier eine Long-Variante. Eine Long-Variable. So, das ist sehr schön. So, wir können hier weitergehen. Wenn ich hier reinschaue, sehe ich hier immer jetzt den Wert, der protokolliert wurde. 5, 6, 7, 8, 9. Sieht man jetzt hier unten den Wert. Außerdem sehen wir in dieser Zeile, dass wir eine Variant Long haben. Das heißt, wir haben eine Variant-Variable, die als Long deklariert ist. Das ist nicht so optimal, aber darauf kommen wir dann später zu sprechen. Also I würde ich ohnehin nie als Variable nehmen, wenn man es leicht mit der 1 vertauschen kann. Wir werden uns das dann nachher anschauen, warum das nicht so toll ist.
markiere die aktuell zu bearbeitende Zeile mit Rows. Aktuelle Zeile Select. So, als nächstes würde ich gerne nochmal nachschauen. Gut, er bricht da schon rechtzeitig ab. Das ist schon mal nicht schlecht. Wollen wir hier sonst noch irgendwas machen? Das wäre ja schon nicht schlecht. Wenn er fertig ist, können wir sagen, okay, wenn er abgebrochen hat, kann er ja eigentlich die Überschrift auch hinsetzen. Ja. Um das Ganze etwas lesbarer zu gestalten, könnte man jetzt natürlich noch sagen, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel statt i, möchte ich zum Beispiel aktuelle Zeile haben. So, das kann ich auch kopieren und kann sagen, das füge ich hier ein. I, wo haben wir das denn noch stehen? I und I und I. Jetzt habe ich hier schon mal aktuelle Zeile stehen. Wird immer noch funktionieren wahrscheinlich, wobei auch nicht, weil hier ist aktuelle Zeile, brauchen wir auch hier. Müssen alle Is tauschen gegen aktuelle Zeile. Jetzt sehen wir hier schon Rows aktuelle Zeile selektieren. Es ist sehr viel sprechender, ich weiß sehr viel besser, um was es geht. Kann man viel mehr darunter vorstellen. Wenn die aktuelle Zeile .1 Value ist gleich leer, dann soll Exit vor passieren, ansonsten passiert nichts. Und dann haben wir hier berechnet die aktuelle Zeile, Spalte 9, Spalte 7, Spalte 8. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen erweitern. Wir könnten auch sagen, die if-Abfrage lassen wir hier stehen. Und ich möchte hier, bevor ich das berechne, das auch ein bisschen schöner machen. Ich kann halt sagen, ich habe hier einen Einzelpreis, der entspricht jetzt, also ich erzeuge einfach eine Variable Einzelpreis. Würde ich so nie machen, aber machen wir es mal so. Und der basiert auf der Zelle aktuelle Zeile, 7.value. Dann haben wir einen Menge, ist die Sales, aktuelle Zeile, 8.value. Und wir haben hier einen Gesamtpreis. Und das ist dann, jetzt kann ich nämlich auch die Variablen benutzen. Einzelpreis mal Menge. Sieht das Werk eigentlich schlecht aus. Variable Gesamtpreis erfinden. Und Variablenwert auf Einzelpreis mal Menge setzen. Variablen Einzelpreis und Menge erfinden und Variablenwerte aus den entsprechenden Zellen zuweisen. Dass wir später wissen, was das macht. So, jetzt können wir eigentlich sagen, diese Zelle 9 hier, Value, könnte man jetzt natürlich einfach ersetzen. Jetzt können wir sagen, das ist dann der Gesamtpreis. So, sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus. Das können wir eigentlich schon durchlaufen lassen fast. Ich drücke nochmal auf Stopp und wir werden hier alles löschen. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Er sollte ja genauso wie vorher arbeiten. Es hat sich ja nicht wirklich was geändert. Eigentlich. Wir werden mit F8 einfach durchgehen. Wir starten die Subberechnung, berechne Gesamtpreis 2. Hier haben wir dann die aktuelle Zeile G2 bis 500.000. Und wir selektieren die erste Zeile. Dann ist diese Zeile leer. Nee, ist sie nicht. Passt. Einzelpreis wird gerechnet. Okay. Wenn ich drauf zeige, sehe ich jetzt, der Einzelpreis hat 79,99. Das haben wir jetzt hier reingepackt in diese Variable. Die Menge wurde jetzt durchgezogen, sind 3, wenn es weiß. Menge ist 3. Der Gesamtpreis wird jetzt zugewiesen. 239 muss rauskommen. Ich gehe weiter und der Gesamtpreis ist leer. Vielleicht kommt er noch, ne? Nächste Zeile, er berechnet einfach nichts mehr. Er berechnet zwar bis hier unten hin, hier bricht er dann ab, bis leer ist, das macht alles richtig. Wir haben keinen Wert mehr drinnen, ist ja wirklich kein Wert mehr. Er ist einfach leer. Was ist hier passiert? Das kann doch gar nicht sein. Ich meine, ich kann hier natürlich nochmal mit rechter Taste Überwachung hinzufügen. Das geht auch mit der rechten Taste, dann Shortcut H. Hier steht auch das H unterstrichen. H-Eingabe. Und Gesamtpreis H unterstreichen. Führen wir das eben nochmal aus. Also I gibt es ja nicht mehr. Außerhalb des Kontexts. Aktuelle Zeile bitte hinzufügen. So, jetzt gehen wir hier nochmal auf F8 und schauen uns das nochmal an. Leer. 2,79. Aktuelle Zeile, Menge, Gesamtpreis, das stimmt alles, aber der übergibt uns den Wert nicht.
So, Federsuche ist angesagt. Das wäre 1799,98 hätte ich hier reinschreiben müssen, macht er nicht. Es liegt daran, dass wir einen Rechtschreibfehler haben. Gesamtpreis ist nicht Gesamtpreis. Das kann schneller passieren, als du glaubst, dich irgendwo zu verschreiben und plötzlich klappt das nicht mehr. Und plötzlich hast du keine Werte drin. Das Problem ist, wir arbeiten hier mit Variablen und das sind hier in dem Fall einmal eine Long-Variable und drei Double-Variablen. Warum das nicht so gut ist, sehen wir uns im nächsten Video an. Im nächsten Video geht es nämlich nur um die Variablen-Deklaration. Es ist ein relativ kurzes Video dann. Ich habe das mit einer Präsentation vorbereitet. Wir schauen uns alle Variablen-Typen an, die es so gibt und werden dann herausfinden, warum das nicht so optimal ist, wie wir das gerade hier schreiben. Ich würde sagen, ich drücke hier mal Stopp. Das funktioniert nach wie vor nicht, weil wir hier, ja, das hier falsch gemacht haben. Gesamtpreis. So, wir setzen hier zurück und wenn ich hier das nochmal probiere, wir spielen hier durch und jetzt kriegen wir wieder einen Wert, weil eine nicht initialisierte Variable automatisch null hat. Also NUL, das ist ein Vakuum. Also das ist einfach leer, also ein Leerwert. Und damit kriegen wir auch keine Inhalte. Jetzt können wir die Inhalte wieder rein. Wenn man sieht, ich kann auf F8 auch draufbleiben, damit der den Code langsam ausführt. Er geht hier auch wieder ganz regulär durch, er rechnet das richtig. Soweit, wie es sein muss. Wir sind hier bald bei 50. Und dadurch, dass wir gesagt haben, rows.select, geht er her und wird entsprechend auch immer mit dem Bild mitfahren. So, jetzt sind wir hier drinnen. Wir überprüfen, ist hier denn die Zelle leer? Erst aktuell A76, dann soll er abbrechen. Zelle 76, 1, okay. Nichts optimal. Wie können wir das in Zukunft verhindern? Wir können das mit der sogenannten Funktion Option Explicit verhindern. Das erreichst du am einfachsten über Extras und Optionen. Und wir klicken hier oben erstmal die automatische Syntaxprüfung weg und die Variablendeklaration an. Die automatische Syntaxprüfung, ich lasse sie nochmal drinnen. Wenn ich jetzt sage, ich mache hier einen Syntaxfehler. Sagen wir mal Cells, aktuelle Zeile, 10. Wie ist das nochmal? Fehlermeldung. Okay, Value war das, ist gleich, wo ich den Wert stehen. Erwartet Ausdruck. Ich kriege immer diese Fehlermeldung. Und um das abzuschalten, kann man auf Optionen klicken und eben diese automatische Syntaxprüfung rausnehmen. Wenn ich jetzt rausgehe, kriege ich keine Fehlermeldung mehr, aber die Zeile wird rot markiert, genauso wie vorhin, nur ohne dieser leidigen Fehlermeldung. Punkt, gehe ich raus und ich kann einfach weitermachen. Um hier Fehler zu finden, kann ich mit Debuggen und Kompilieren aber immer noch Fehler rausfinden. Das geht nach wie vor. Machen wir jetzt aber nicht, das war jetzt nur zum Demonstrieren. Jetzt ist es so, dass wir in dem aktuellen Skript, was wir jetzt hier haben, in diesem Modul, ist Option Explicit nicht aktiviert. Wenn wir jetzt ein neues Modul erzeugen, einfügen, neues Modul, kriegen wir plötzlich automatisch eine Zeile angezeigt. Wenn wir uns zurückerinnern, beim ersten Modul war es ja so, dass wir oben alles leer war. Da wäre nichts da. Ich nehme sie wieder zurück. Option Explicit erfordert, dass wir Variablen deklarieren und den Namen zuweisen. Heißt, das kann man sich kopieren oder auch einfach merken. Das braucht man recht häufig. Ich würde dazu anraten, jedes Modul und jedes Formular mit Option Explicit anzuführen. Damit ist gewährleistet, dass die Variablen existent sind. Ab jetzt kann ich nämlich keine Zellen mehr bearbeiten, die so nicht wirklich vorhanden sind. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt einfach, der Code hat ja gerade eben keine Fehler mehr, sagt er, hey, Moment mal, I ist hier gar nicht definiert. Das geht gar nicht. I ist gar nicht definiert. Also ich kann gar nicht weitermachen, weil I fehlt. Wie kann ich Variablen definieren? Indem ich hier sage, in einer Sub drinnen, mache ich im Regelfall das immer so, dass wir hier einen Block haben, wo ich sage, ich möchte lokale Variablen deklarieren. Deklarieren oder dimensionieren, wie manche sagen, heißt, man möchte eine Variable bekannt machen, in diesem einen Modul als lokale Variable. Das heißt, diese Variable steht nur in dieser einen Sub zur Verfügung, in dieser berechneten Gesamtpreis 2. Sonst können wir damit nicht arbeiten. Das heißt auch, dimensionieren kann ich so. Wenn ich jetzt eingeben würde dim, kann ich sagen, zum Beispiel, ich dimensioniere jetzt die aktuelle Zeile
Passt. Die Variable ist deklariert. Dim, dann haben wir noch was gehabt. Einzelpreis brauchen wir. Ist immer noch falsch, was ich mache, aber ich lasse es mal. Menge, Dim und Gesamtpreis. Und hoffe jetzt, dass alles passt. Jetzt kann ich hier nochmal sagen, ich nehme den ganzen Block, den wir bisher gemacht haben, bis nach oben und lösche das alles raus. Denn das brauchen wir eigentlich alles nicht mehr. So, jetzt haben wir hier, ich kann das auch wieder zu 1 machen, also ohne Nummer dazu. Jetzt haben wir keine doppelte mehr. Gehe auf Debuggen und prüfen und jetzt kriege ich keine Fehlermeldung mehr. Ich kann es jetzt wieder starten und es würde wahrscheinlich wieder funktionieren. Ohne dass wir irgendwas verändert haben, außer dass wir jetzt hier Dim dazu geschrieben haben. Funktioniert. Soweit, so gut. Wenn ich das Ding jetzt starte, sehe ich Folgendes. Ups, F9 sollte ich nicht drücken. Dass wir hier erstmal Variant empty stehen haben bei dieser Überwachung. Das heißt, wir haben einfach eine Variable, die eigentlich im Vakuum ist. Jetzt haben wir den Einzelpreis in der Hand. Jetzt sagt, okay, ich mache einen Double-Wert draus. Was das genau ist, schauen wir uns im nächsten Video an. Dann gibt es hier nochmal Double, hier macht er nochmal Double und Next und geht jetzt Zelle für Zelle durch. Das Problem ist, er macht irgendwelche Variant, kann den Typ ändern. Das heißt, ich kann von einer Ganzzahl in eine Doppelzahl gehen, ich kann in den Text kommen, ich kann das Ganze drehen und wenden, wie ich möchte. 50 sollten wir eigentlich bald durch haben, 80 sind mehr. 60, haben wir nicht gemerkt, wie viele es waren. Hier auf 70, 75, 74 war es. Hier ist noch Wert drinnen, den können wir noch berechnen. Hier oben brechen wir dann ab, weil hier kein Wert mehr drinnen ist. Okay, ist schon besser als vorher. Es ist immer noch super schlecht lesbar. Das heißt, ich beginne jetzt erstmal. Das Modul können wir gleich mal löschen. Also ich entferne per Rechtsklick das Modul 1. Nicht exportieren. Wir haben ja hier oben im Projekt schon mal die sogenannte Kamelschreibweise verwendet. VBA berechnet Summen. Jedes Wort fängt groß an. Ist auch super lesbar. Warum macht man das hier nicht auch so? Und ich mache hier mal Berechnungen rein und würde jetzt gerne hier dann weitermachen. Auch hier berechne Gesamtpreis. Also ist doch viel lesbarer, als wenn alles klein geschrieben ist. Dann kann ich sagen, dim aktuelle Zeile. Jetzt wechsle ich aus der Zeile heraus, achte mal hier auf diese aktuelle Zeile, die unten steht. Jetzt werden alle Variablen, die richtig geschrieben sind, groß und klein geschrieben. Wenn ich jetzt das hier mit Menge mache, beziehungsweise mit Einzelpreis, wird das mit allen Elementen gemacht, die ich eben so schreibe. Das heißt, ich kann so schon sehen, existiert diese Variable, passt das. Heißt auch, wenn ich jetzt nämlich die Variable ansprechen möchte, kann ich sagen, ich habe aktuell und weiß ich mir weiter, halte ich die Steuerungstaste und drücke die Leertaste dazu. Dann ergänzt er mir entsprechend um die Variable, die passt. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe nicht nur aktuelle Zeile, sondern auch noch eine aktuelle Spalte als Beispiel und würde hier sagen, ich möchte hier gerne aktuell haben, Steuerungstaste halten, Leertaste, bekomme ich IntelliSense. Er sagt, es gibt hier aktuelle Spalte, aktuelle Zeile. Mit Tabulator kann ich mir das aussuchen. Ich wollte die Spalte haben. Macht jetzt keinen Sinn, wenn wir keine aktuelle Spalte haben, aber okay. Damit ist das schon mal lesbarer. Als nächstes ist es so, dass wir mit Variant arbeiten. Variant ist sehr groß. Und damit möchte ich die Übergabe machen in das nächste Video. Das heißt, beim nächsten Mal machen wir Theorietraining. Was sind Variablen? Wie setze ich Variablen? Schauen wir uns im übernächsten Video an. Aber um zu wissen, welche Variablentypen gibt es und wie kann ich mit Variablen sinnvollsten arbeiten, schauen wir uns danach an. Wenn das Video gefallen hat oder geholfen hat, gerne einen Kommentar unten rein. Wenn du Fragen hast, ebenfalls unten rein, Daumen hoch drücken, nicht vergessen. Um das nächste Video mit den Variablen nicht zu verpassen, drücke unbedingt die Glocke und Abonnieren-Button. Ansonsten müsste es eigentlich auch verlinkt sein am Ende des Videos hier. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis dann, euer Mike.